Ein neuer Tag. Ich habe zwischendurch jetzt gewotet. Gestern war irgendwie nicht mein Tag. Absolut nicht. Die Folgen, die letzten drei, werde ich wohl dann trotzdem ausstrahlen. Auch wenn ich das gar nicht wollte. Ich bin auf der Suche nach Bambus. Und ich werde jetzt erstmal... Ne, warte mal, Bambus. Bambus. Ich weiß, woher ich Bambus bekomme. Ich denke, ich werde jetzt... Lass mich kurz überlegen, dass ich mir... Ich muss hier... Ich werde wieder den Marktplatz von Kokorun aufsuchen. Ist für euch jetzt vielleicht etwas langweilig, weil ich wieder mal nur mit dem Boot durch die Gegend fahre. Dann hatte ich mir dann... Moment, ich muss meine Zettel hier umstellen, wo drauf steht so und dann. Als nächstes schaue ich, dass ich dann entweder meinen Innenausbau vom Haus zustande bringe oder ich fange sogar gleich mit einem... mit einem weiteren Gebäude an oder mit so einem kleinen Hafen. Ich denke, ja, mit so einem kleinen Hafen vielleicht, damit es ein bisschen besser ausschaut. Es ist natürlich dunkel. Aha, die Medigilde baut auch weiter, sehe ich. Sehr schön. Da gab es übrigens einen Aufruf, die Medikus-Gilde kauft Waren an. Sollte sich jeder mal im Forum anschauen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir mit Medikamenten versorgt werden. Ich sehe mich jetzt leider nicht auf der Karte, aber ich denke, wenn ich jetzt immer hier am Rand entlang fahre... Oh, das ist doch ein schönes Bild, oder? Warte mal hier, zurückfahren. Schnell mal Screenshotten. Herrlich, diese Musik. Ich glaube, jetzt bin ich richtig, oder? Nee. Es geht auf jeden Fall irgendwo ganz schmal rein. Ist es schon hier? Diese Flussabzweigung? Nein, hier war es noch nicht. Oh, da hat jemand gebaut. Ach, ich untersuche mal, ob das Gebäude sicher ist. Bevor hier alles mich an Monstern... Fisch onto R. Jawohl. Gut. Dann viel Spaß beim Angeln. Scheint auf jeden Fall ein sicherer Angelplatz zu sein. Ey, ist das? Ey, das sind Ranken. Oh, ich hab keine Schere. Warte mal, habe ich die? Oh, ich Trottel, habe einen Rucksack an ohne Schlüssel. Oh Mann, das muss ich mal merken hier. Das muss ich mir unbedingt mal merken. Ich habe keine Karte. Da gibt es auf jeden Fall Ranken. Das ist sehr gut. Ist zwar ziemlich weit weg, aber ich kann dann meine bemoosten Steinziegel herstellen. Ich weiß gar nicht, fahre ich eigentlich in die richtige Richtung? Richtung Norden. Doch, das passt schon. Richtung Norden. Ich muss aber irgendwann Nordosten... Hey, warte mal, ich sehe gerade, ich fahre ja voll außen rum. Ich fahre ja voll außen rum. Ich schau mal schnell auf der Map, was das für eine Ortschaft ist. Meirin. Liegt da wohl irgendwo links von mir. Meirin, aber auf der Karte sehe ich jetzt keinen Marktplatz. Also für mich dann eher erstmal uninteressant. Da ich ja Bambus brauche und ich weiß auf jeden Fall, in
Kukuruns Marktplatz gab es da eben. So, warte mal. Hier rein? Nee. Hier rein? Ich glaube, das war jetzt diese Engstelle. Ich bin sie schon einmal gefahren. Und in Kukuruns Marktplatz oder auf. Oder am Markt, im Markt. In einer Shopkiste auf dem Marktplatz. Habe ich auf jeden Fall Bambus entdeckt. Das muss ich dann kaufen. Warum ist das hier so hell? Ach komm, Seegurken machen wohl so viel Licht. Ey, tatsächlich. Ah, das hilft mir natürlich schon. Ein wenig weiter fahre ich in die richtige Richtung. Osten. Osten. Ja. So, durch die Engstelle durch. Schön wäre es natürlich, wenn ich Bambus irgendwo finden würde, ohne dass ich was dafür bezahlen muss. Aber ich hatte ja Geschenke erhalten. Deswegen unterstütze ich dann natürlich und gebe das in die Wirtschaft weiter. Optionen, Musik. Wenn jemand von euch irgendwie in YouTube sich ein wenig auskennt und auch weiß, was ich für Musik verwenden kann in den Videos, ohne dass die zensiert werden, hinterlasst mir das doch bitte in einem Kommentar. Weil dann wird, denke ich, werden die Folgen für euch okay, nicht so langweilig werden. Vor allem, ich bin ja auch nicht so der Mega-Redner. Das ist aber jetzt keine Sackgasse, oder? Das ist jetzt keine Sackgasse. Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich so eine Art Serverbewertung schreibe oder mache oder filme, weil mir eigentlich das Konzept hier wirklich gut gefällt. Hier glaube ich, auf dem Server finden sich nur Spieler, die auch wirklich Rollenspielen mögen oder sich eben mit dem Thema Mittelalter auseinandersetzen. Auf vielen anderen Servern, und ich habe schon auf einigen gespielt, da ist halt so ziemlich alles mit erlaubt. Und das finde ich hier eigentlich ganz gut, weil man hier eben verpflichtet wird, Rollenspiel zu schreiben oder zu sprechen. Jetzt habe ich mich verlaufen. So. Da stehen jede Menge Bude. Und das denke ich, wenn man das mal so im Surfer so richtig vorstellt als Spieler, das könnte natürlich dann auch andere potenzielle Spieler vielleicht anlocken. Und dann könnte es interessanter werden. Natürlich gibt es auch auf jedem Surfer immer irgendwelche, wie drücke ich das höflich aus, ohne jemanden zu nahe zu treten. Es gibt auch unfaire Spieler oder Selbstdarsteller, die immer versuchen, irgendwie was kaputt zu machen. Oder irgendwelche Sachen. Ach Mensch, Junge, du kannst ja nicht schwimmen. Ja, komm, Mann. Bleib mal hier. Hier, ab ins Wasser mit dir, du Held. Also ehrlich. Jeden Tag eine gute Tat. Wie gesagt, es gibt auch Spieler, die einfach versuchen, einen Server irgendwie kaputt zu machen oder sowas. Und ich muss aber sagen, hier das Team reagiert richtig toll. Und bisher habe ich keine Nachteile gesehen jetzt auf dem Server. Gibt zwar immer was, also die Schwierigkeit, die Materialbeschaffung, zum Beispiel Ton und Lehm und dass man hier die Welt nicht abbauen darf oder in der Welt nicht abbauen darf. Finde ich in Ordnung, weil sonst würde die Karte in relativ kürzester Zeit ausschauen wie Harry. Ihr wisst nicht, wer Harry ist? Ja, okay, irgendwann blende ich den mal ein. wo bin ich denn eigentlich? Hier habe ich einen Sandfleck. Jetzt muss doch jetzt irgendwo mal dieser Marktplatz kommen, da, hier. Und sollte ich mal so diesen Servervorstellung machen, dann wäre es natürlich gut, wenn auch Spieler hier wären, die schon länger auf dem Server spielen. Vielleicht kann man das dann auch über Teamspeak irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Teamspeak aufzeichnen kann. Hatte ich mich noch nie drum gekümmert.
und weiß auch nicht, wie das ist, ob ich das dann darf. Und ich glaube, wenn man Teamspeak irgendwie aufzeichnet, braucht man die Einwilligung. So, das schau doch. Eine Brücke, eine Brücke. Wo ist denn da eine Brücke? Ah, da ist mein Maiplatz. Doch, da bin ich richtig. Da bin ich richtig. Also nochmal, wenn dann erfahrene Spieler zum Beispiel mithelfen würden, den Surfer vorzustellen, quasi sich selber. Vielleicht ein kurzer RP-Plausch dazu. Also würde ich ganz gut finden. Wo ich noch unsicher bin, ich selber, sind so Religionen. Habe ich aber schon mal in einer der letzten Folgen erklärt, dass mir halt für mich selber als Neuling noch einiges fehlt und es auch irgendwo, ja. Jetzt bin ich abgelenkt, weil ich hier lese. Im Forum fehlt mir halt noch ein bisschen was zur Lore und so, wo ich selber noch nicht klarkomme. Aber jetzt will ich hier erstmal lesen. Ich bin in Kakrenak. Ah, ach so, ich könnte wohl hier Kisten platzieren. Kokorun, geniale Idee. Kokorun, genau, so werden wir es aussprechen. Das würde ich vielleicht in Anspruch nehmen, wenn es denn so wäre. Nein, jetzt habe ich ein Eisen, oder? Ich habe ein Eisen, ich wollte mir gerade eine Schere bauen. Ein Eisen. Ach so, ne, ich kann ja welches kaufen. Aber ein Eisen, das ist wieder typisch. Ich wollte Bambus kaufen. Ja, hier bin ich wieder falsch. Aber hier kaufe ich dann halt nochmal. Dieser Laden hat keine Sachen mehr zu verkaufen. Ach komm. Einmal ist jetzt was abgekauft. Wahrscheinlich warst du so billig und die Leute haben dich leer gekauft. Kann das sein? Aufgrund meiner Folge? Ah. Dann ärgert mich das ja doppelt und dreifach. Aber ich denke, ich werde Kokorun mal ansprechen, was hier so ein Marktstand kosten soll. Vom Weg her, gut, ist er von mir natürlich schon sehr weit weg. Das bekomme ich aber hin. Weiße Wolle, ach ja, pass mal auf. Die nehme ich auch mit. Ja, wieso habe ich ihn jetzt. Wieso habe ich jetzt zwei Goldblöcke? Ach, der hat umgewandelt, mein Geld. Ah, habe ich auch nicht gewusst, dass der dann automatisch das Geld umwandelt. Weil ich hatte ja einiges einstecken an Gold, Barren. Habe ich da nicht. Und ich brauche String. Habe ich Fäden? Weißt du was? Komm. Genau, der wandelt es um. Jetzt hatte ich zwei Goldblöcke. Die Fäden haben gekostet vier. Wo ist jetzt mein restliches Geld? Hat er mich jetzt. Nee, passt schon. Aber ich hab doch hier. Hey, macht mich doch nicht irre. Ich hab doch Bambus gesehen. Oder? Ey, jetzt sag, bin ich den ganzen Weg umsonst gefahren? Ich hab doch Bambus. In irgendeinem Shop habe ich Bambus gesehen. Karotten, Melonen, Brot, guck. Ich bin ja nicht bescheuert. Ja, manchmal denke ich das von mir selber. Ich flitze mal ein bisschen schneller. Und Nahrung habe ich. Nichts zu trinken dabei. Doch Melonen. Okay. Ja, hier waren nur Erze. Das ist natürlich jetzt wieder toller Vorführeffekt. Genau, das waren die Erze. Und das die Steine. Okay. Das ist natürlich alles weniger gut. Ich lege jetzt erstmal meine wichtigen Waren in die Ender Chest wieder. Ein Meteorgestein habe ich wahrscheinlich beim Woden noch erhalten. Und nicht angeschaut. Netherrack. Weiße Wolle habe ich gekauft. So. Die Fäden. Ne, die schleppe ich halt mal mit mir rum. Jetzt habe ich nur ein Eisen. Ich würde sagen, dann teleportiere ich mich mal zum Spawn. Weil ich hatte irgendwo Bambus gesehen und es könnte. Bist du wohl der Wachhund, dass ich hier nicht mehr drüber springen darf? Ach komm, ne? Lass mich mal hier. Ich laufe jetzt mal zur Kaufmannsgilde. Ich denke, irgendwo
Irgendwo hatte ich auf jeden Fall Bambus gesehen. Und hier werde ich auch natürlich wieder abseits des Weges laufen. Einfach weil es schneller geht. Und die Wege hier mir zur Gilde, ja, außenrum, ist mir einfach zu lange, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht könnte man hier noch einen Weg irgendwie. Oh, habe ich Knochen? Habe ich Knochen? Knochen habe ich keine. Sonst hätte ich mir den Hund hier geschnappt. Die Laternen schauen schon gar nicht schlecht aus, ne? Jetzt hoffe ich bloß, die haben Bambus. Ansonsten, boah, momentan online ist ja keiner. Dann würde ich mich vielleicht sogar trauen, noch bis zur Braumeistergilde zu gehen und vielleicht mal mir ein Bambus oben abzuschlagen. Oh Gott, schau mal hin. Einmal, zweimal, dreimal. Oh, Kohlenhydrate, Alter, wie schnell geht denn das runter? Das ist ja jetzt um die Hälfte gefallen. Und ein Brot, ein Kohlenhydrat. Komm, Leute. So ein Brot macht richtig satt. Nee, das ist zu heftig. Alter, das ist ja viel zu heftig. Ah, nee, also da müssen wir was machen. Das muss ich unbedingt ins Forum schreiben. Und falls einer eine Ender Chest sucht, hier ist die Ender Chest. Kleiner Joke am Rande. Hier hat sich einer verewigt, warum auch immer. So, jetzt muss ich nur schauen, wo der Bambus war. Was kosten hier die Wolle? Oh, schaut mal her, die ist ja viel zu teuer. Gut, es liegt natürlich auch daran, dass die Kaufmannsgilde hier gleich in der Nähe liegt. Von Lohengrin. Und ja, da kann es schon mal sein. Ich habe doch jetzt irgendwo Bambus gesehen, Mann. Was bleibt mir jetzt noch übrig? Ich gehe jetzt dann wirklich. Kann ich da eigentlich hinfahren? Mal schnell auf der Map nachschauen. Ich könnte in dem See herumfahren, ja. Ne, den möchte ich jetzt momentan nicht ausgeben für den Propheten. Wo habt denn ihr das Bambus herbekommen? In der Abbauwelt zumindest habe ich keines gesehen. Einmal den Turbo einlegen. Irgendwelche Magie wird hier benutzt. Seht ihr das? Was ist das hier? Da steht natürlich Skelette hier. Habe echt nicht erwartet, dass da hier. Ja, ich würde mir das schon gern anschauen, was hier ist, aber das ist zu dunkel. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt da mal hin, weil ich die Schilder lesen möchte. Habe echt nicht erwartet, dass es solche Probleme gibt. Wenn ich hier baue, wird es aber direkt drauf los. Komm her. Skelett sieht mich zum Glück nicht. Wird direkt gemosert, wenn man es wagt. Ich will ja nicht schuld sein, wenn ihr nicht schlafen könnt. Also bis bald. Dieses Haus sieht nicht passend aus und deine Umgebung, wie das Haus aus. Sieht wie das Haus aus. Baue es neu und passe es zur Umwelt an. Wer hat denn das Schild geschrieben? Das Haus, das stört doch gar nicht. Gut, jetzt ist halt so ein kleines Baumhaus. Aber das ist doch. Oh, das ist doch versteckt, Leute. Das ist doch hier. Das ist doch hier unter Bäumen. Ich muss mir das mal noch von Weitem anschauen. Das ist doch hier versteckt unter Bäumen. Wenn ihr jetzt noch ein wenig Dach drauf macht, das ist.
Also ich verstehe jetzt das ehrlich gesagt nicht, warum der Besitzer des Hauses hier weg soll. Ich meine, es ist nichts weiter in der Gegend, die hier die Braumeistergilde. Hier stehen keine Häuser außenrum, wo der Besitzer dieser Baracke hier, sage ich mal, sich orientieren kann. Und wenn, das sollte man doch auf den Spieler zugehen und sagen, pass auf, schau mal, wir bauen so, könntest du dein Haus vielleicht auch so in diesem Stil vielleicht gestalten, damit es hier in die Gegend passt, aber einfach so Schilder anbringen, macht das finde ich, also das finde ich ehrlich gesagt nicht fair. Vielleicht sollte dann derjenige mal daran denken, der die Schilder aufgestellt hat. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Das ist hier Lohengrin, verdammt. Dann darf ich ja überhaupt nichts abbauen. Können die nicht ein Bambus in der Wildnis stehen? Das wäre mir persönlich am liebsten, weil so würde ich, denke ich, auch rechtlich besser dastehen. Leute, was ist denn das? Das ist ja voll die Umweltverschmutzung. Schaut mal hin. Weiße Wolle, Heublock. Der La hat keine Sachen mehr. Das wäre noch gut. Was habe ich jetzt gekauft? Ach, das ist ja super. Dann habe ich mal das Eisen gespart. 64. Das reicht auf jeden Fall. Dicke. Dankeschön, Torte von Schlacht. Aber Bambus wäre mir immer noch lieber. Ich schleppe hier 8 Gold mit mir rum, ne? Ja, aber Bambus haben sie nur hier angebaut. Da werde ich wohl warten müssen, bis jemand online kommt. Wurde das Loch schon zugemacht? Immer noch nicht. Okay. Hey, eine Schildkröte. Wieso habt ihr Schildkröten und ich nicht? Bei mir. Da muss ich mal meine Gegend mal anschauen. Voll der Zoo. Voll der Zoo. Ich brauche Bambus. Mann. Und da es natürlich hier eine Gilde ist und es zu Lohengrin gehört, darf ich mir nichts abbauen. Und hier schwebt ein Seil. Na gut, dann werde ich mich wohl weiter auf die Suche machen. Aber wenn das jetzt alles hier... Ach Mensch, wo könnte ich denn hier Bambus finden? Sieht man das auf der Map? Ja, ganz, ganz schwer. Wenn ich jetzt weiterreise, da bauen sie ein Riesenhaus. Da hinten bauen sie ein Riesenhaus. Boah. Ist da ein Marktplatz? Da ist auch kein Marktplatz. Wo ist denn hier der nächste Marktplatz? Was denn eigentlich mit diesen Riesenhäusern auf den kleinen Inseln? Wo soll ich denn jetzt hin? Wo wächst Bambus? Okay. Dann hilft alles nichts. Dann kann ich leider kein Gerüst bauen. Ich schaue mich nur kurz auf der Map um, falls ihr euch wundert. Preußen. Hat Preußen einen Marktplatz? Auch nicht. Ach doch, hier unten. Okay, komme ich da hin? Das ist ja alles voller Mauern. Da ist ein Tor. Okay, dann sollte ich versuchen. Aber Preußen liegt ja ultra weit weg von mir. Da bin ich ja ewig unterwegs. Kann ich also auch nicht hin. Puh, ja. Und die Stadt, wo war das noch? Meirin? Sind das Marktstände? Ja, das schaut aus wie Marktstände, aber alles aus Holz. Na gut, dann würde ich dann als nächstes würde ich dann nach Hause reisen. Und jetzt mir einfach mal unterirdisch eine... Halt, falsch, das stört mich wieder hier. Jawohl, der goldene Ritter von Parsifal. Er ist zurück, er lebt.
Hallo Leute, nicht so, nicht so. Und du schon gar nicht, bei Tag dürft ihr mich nicht angreifen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Hier stehen immer noch meine Fichtensetzlinge seit Tagen und wachsen nicht. Die Musik ist auch zu Ende schon wieder. Ich brauche auf jeden Fall jede Menge Brennstoff. Das baue ich jetzt einfach mal ab. Das geht ja Gott sei Dank recht fix. Dann holen wir mal kurz Luft. Ist zwar wegen auf in Stufen angebaut, dass ich nicht immer hier bloß so durchflügen kann. Das macht mir aber nichts aus. Hauptsache ich bekomme hier meinen kostenlosen Brennstoff. So. 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 Da steht, so ist verboten auf meinem Zettel. Alter, also ich möchte nicht wissen, was manche von mir denken. Die denken, Gott, was ist denn das für eine Hohlbatterie? Macht nichts, aber Batterien geben Energie, ne? So. So. Ja. Hervorragend, hervorragend. Schwimmt noch was? Nein. Wird Zombie gestorben hier oben? Alles klar. Ach, als erstes werde ich meinen Schlüssel natürlich... Wo ist mein zweiter Schlüssel? Wo habe ich meinen? Wo habe ich meinen zweiten Schlüssel hin? Den eingesperrt in den Rucksack? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich sperre den Rucksackschlüssel im Rucksack ein. Welch nette Idee. Gold auf jeden Fall ablegen. Redstone nehme ich raus, das nehme ich raus. Schwarzeichenholz, ein Händler-Lama-Spawn einlasse ich natürlich drin. Das Leder lasse ich drin. Steinschaufel habe ich in der Enderchest. Jawohl. Gut. Aber da könnte ich eine. Ey, ich könnte eigentlich. Nee, das mache ich. Das ist doch. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich will gar keinen Rucksack tragen. Das kommt wieder hier rein. Und Seetang muss ich natürlich erstmal brennen, glaube ich. Genau. Habe ich hier noch. Dann muss ich warten. Eigentlich im Schmelz. Ey, warte mal, im Schmelzofen brennt doch das schneller, oder? Oder macht der Schmelzofen nur Eisen? Also wenn ich das jetzt hier reinlege. Toll. Wenn ich das jetzt hier reinlege. Ah, da gehen nur Erze. Gut. Dann Steine raus und Seetang brennen. Och, ich habe da eine Werkbank. Manchmal, Leute. Ich brauche von der Medikus-Gilde unbedingt was gegen Blindheit. Als nächstes werde ich mir einmal hier ein paar Ranken aufhängen. Einfach, damit ich Material zum... Da noch und da noch und hier, wo es halt geht. Geht es am Ofen auch? Ja, wunderbar. Dann machen wir das am Ofen auch. Und an der Kiste geht es nicht. Der Fackel auch nicht. Hier noch eins, da noch eins und da noch eins. Und da geht es nicht. Dann habe ich zumindest erstmal ein bisschen Material. Die Kiste ist wieder voll.
Redstone, warum soll ich Redstone mit mir rumschleppen? Wir haben jetzt seit 30 Minuten genau voll. Dann werde ich hier einen Aufnahmestopp machen und offline gleich meine Kisten sortieren. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn dann meine Kisten perfekt aufgeräumt ausschauen. Bis zur nächsten Sendung.